So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total War Three Kingdoms mit Liu Hong, dem Kaiser von China. Und ja, letzte Runde ist der Mandatskrieg ausgebrochen. Das heißt, die Brüder hier, Shang Liang, Shang Yu, wie auch Shang Bao, die haben Bündnisse geschlossen. Und jetzt haben sich hier einige kleinere Kriegsherren entschlossen, gegen mich zu ziehen. Darunter Huangshao, Hi Yi und Gongdu. Das sind die drei Verräter. Die haben jetzt hier ihren Feldzug ausgerufen. Müssen wir mal schauen, ob wir die alle finden. Hier haben wir ihn. Hier ist Gongdu. Mit einem kleineren Heer. Vielleicht kann ich da ja sogar jemanden drauf zuschicken. Haben wir in der Nähe irgendeinen starken Kommandanten? Wir haben halt alle so schwache Armeen. Sang Yun. Ist doch ein treuer Anhänger der Han, oder? Kriegskoordination ist nicht möglich. Das ist blöd. So, wir gehen jetzt erstmal in die nächste Runde und ja, nächste Runde werden wir wieder jemanden verbannen. Und hoffentlich verlassen uns dann die ein oder anderen Eunuchen. Ganz von allein. Oh oh. Überall haben wir jetzt Rebellen. Überall im Land entstehen diese Rebellen der Game-Torbahne. Oh oh. Die wollen meine Stadt zurückerobern. Okay, da sind ziemlich viele Rebellen. Xiao Mao gibt es eine Fraktionsnachfolge. Geschickt versus ehrhaft. Eure friedvolle Meditation wird durch eine laute Auseinandersetzung zwischen zwei eurer Gefolgsleute in der Nähe gestört. Ihr lauscht dem Streit. Als Bollwerk der Ehre kann ich das nicht hinnehmen. Ihr habt unzählige Bestechungsgelder für Armee-Rationen genommen, sagt der Erste. Wenn ihr wollt, erhaltet ihr einen Teil, sagt der Zweite. Wie wäre es mit der Hälfte? Sie wissen nicht, dass ihr zuhört. Erhöhtes Wissen, Instinkt, öffentliche Ordnung oder ehrenhaft? Geschickt finde ich tatsächlich besser. Mein Wille ist neu geschmiedet. So, wurde die Stadt von Cao Cao erobert? Also im Süden geht es ja sogar noch mit den Rebellen, aber im Norden ist da einiges los. Eifer. Ja, man sieht auch hier im Norden haben wir auch den höchsten Eifer. Im Süden ist das Problem gar nicht vorhanden. Ja, sollen die Rebellen mich erstmal dann belagern? Das müssen sie erstmal erobern. Dann bleibe ich nämlich jetzt erstmal in der Festung. Oder ich gehe eine Runde nochmal nach Luoyang. Habe ich da eine erhöhte Verstärkungsrate? Überall breitet sich ja, hier verstärke aus. Ich schon mal. 1% und in der Stadt habe ich 3%, okay. Bei der schafft es innerhalb von dieser einen Runde erstmal nicht bis zum Hulaupass. Ja. Nehme ich zumindest ein bisschen Verstärkung mal mit zwischendurch. Ihr habt gerufen? Cheng Dang hat einen Rang erhalten.
So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Wir werden einen weiteren Kandidaten jetzt hier verbannen. So, nehme ich ihn. Die Militärvorräte plus 2, das ist schon noch ganz gut. Aber den Finanzminister, den brauchen wir nicht. Der kommt jetzt weg. Oder ich entferne Verwalter. Aber die Verwalter erzeugen halt keine Bürokratie, deswegen sind sie relativ ungefährlich. Ja. Also die normalen Bürokraten, die keine Eunuchen sind, die sind in gewissen Positionen völlig unschädlich. Aber eben nicht in diesen Ämtern hier. Finanzminister, Minister der Ordnung. So, der kriegt jetzt nochmal das Jägergewand, dass wir hier in Zukunft das Leder des Lehrens noch verfügbar haben. So. Und der fliegt jetzt. So. Jetzt gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Jetzt müssten eigentlich einige Eunuchen ganz schön erschüttert sein. 7. Eins. Ah, ein Punkt noch. Oh oh. Dieser eine Punkt. Okay. Wir haben jetzt hier einen Punkt. Jetzt muss ich mal überlegen. Da haben wir einen Punkt. 7. 9. 15. Der hat 7 Punkte. Ah, der hat auch einen Punkt. 23 Punkte. Okay, wir würden tatsächlich schon einiges bewirken, wenn wir eine Zufriedenheit weniger hätten. Und einen Zufriedenheitspunkt weniger kriegen wir genau dann, wenn wir jetzt hier Yun Xuan nochmal in ein anderes Amt schicken. Ist ja nur für eine Runde. Wir können ihn ja direkt wieder befördern dann. Sobald er... Aber der muss jetzt für eine Runde hier raus. Wir müssen die Zufriedenheit noch weiter reduzieren. Dann schicke ich ihn jetzt hier in das Amt für weniger Korruption. So, jetzt müssten wir plus 0 haben. Ja, plus 0. Das heißt, wenn alles gut läuft, werden uns nächste Runde ein paar Eunuchen verlassen. Außerdem brauche ich jetzt hier etwas, muss ich hier jetzt ein bisschen rekrutieren. Da kommen nämlich Feinde. Erlöste Gesetzlose. Dann rekrutieren wir mal jemanden. Ah, den würde ich ja doch gerne in die Fraktion reinholen, muss ich sagen. Habe ich den jetzt schon reingeholt? Nee, wir holen ihn jetzt rein. So, ist er drinne. Jetzt ist er drinne und Punkt. Jetzt können wir nämlich sein Gefolge gleich nehmen. Der hat ein gutes Gefolge. ...1090 Unterhalt kostet das. Alter, wie teuer das ist. 7600. Alter, die Rekrutierungskosten. Dann nehmen wir wirklich erstmal ihn. Aufhalten mit dem Schild. Spalten Körper und Geist müssen ruhen. Seid willkommen und sprecht. So, den Bogen hat er ja schon. Hol ich mir Yuan Shao auch noch dazu. Das ist alles ziemlich teuer, weil er kostet nicht so viel Unterhalt. Mit 2 Helden wäre ich hier schon mal ganz gut aufgestellt. Ja, komm, wir holen Yuan Shao noch dazu. Die verstehen sich sogar. Oder holen wir uns noch einen... Oder Shiri. Das Gefolge kostet weniger Unterhalt und es hat Fernkämpfer, was ich sowieso besser finde. Ja. Wir nehmen sein Gefolge. Immer aufwärts. So, er ist zwar nicht ganz so guter Kämpfer, aber er hat trotzdem ganz gute Eigenschaften hier. So. Denke mal, da sind wir gewappnet, dass der uns hier nicht erobern sollte.
2, 3, 400 Mann. Ja, das sollte durchaus ausreichen. So. Hier verstärken wir jetzt 1%. Der Beschützer des Kaisers. Könnte mehr sein, aber was will ich machen? So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob uns nächste Runde jetzt zwei, drei Eunuchen verlassen. Müsste eigentlich jetzt passieren. Zumindest. Jetzt muss ich kurz nochmal gucken. Hier haben wir nämlich 0. Sun Shan. Und dann haben wir noch ihn. Und Duan Gui. Die müssten uns beide verlassen, weil sie zu unzufrieden sind. Bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann kann ich mir das in Zukunft tatsächlich schenken mit der Zufriedenheit. Und diese ganzen Rebellen, die machen mir halt auch Sorgen. Überall, wo diese roten Punkte sind, sind Rebellionen ausgebrochen. Ich denke mal, die meisten sind so relativ ungefährlich. Ja, aber das hier ist natürlich jetzt schon eine Wucht, was da kommt. Weiter geht's. Für China. Oh, der Verwalter kann aufsteigen. Der Verwalter von Lu Yang. So, hier plus 5 Nahrungsproduktion. Ja, gleich haben wir jetzt haben wir schon wieder mehr Nahrung. Ist das schön. So, die Truppen lassen wir auch erstmal alle so. Machen ja weiter ein bisschen Gewinn. So, knapp 2000 Goldstücke sind schon nicht schlecht. Gut, weiter geht's. Ich bin gespannt, ob mich jetzt Eunuchen verlassen. Oh oh. Gut, er hat sich schon mal wieder wegbewegt. Das ist schon mal schön für mich. Wenn meine kaiserliche Armee bei voller Zufriedenheit und Stärke wäre, dann könnte ich jetzt auch in das Gebiet nach Norden ziehen und dort Siedlungen erobern. Aber so einfach ist das nun mal nicht. Überall im Land sind Rebellen. Das Kaiserreich Liu Hong hat Beigong Buyu den Krieg erklärt. Beigong Buyu, wo ist der denn? Charakter geht. Es funktioniert. Charakter geht. Duan Gui, dieser General ist mit seinem Schicksal nicht mehr zufrieden und hat eure Dienste in der Hoffnung verlassen, anderswo ein erfüllenderes Leben zu führen. Und Sun Tsang geht auch. Wir haben 2 Eunuchen verloren durch die Taktik mit der geringen Zufriedenheit. Die Liang-Rebellion. Euch erreichen Informationen aus den westlichen Gebieten des Kaiserreichs. Einige Hilfskräfte haben eine Gelegenheit ergriffen, um gegen die Han zu rebellieren und benachbarte Bezirke zu terrorisieren. Ah, okay. Gongdu hat jetzt hier mittlerweile den Siedlung erobert. Aber die haben noch nicht angegriffen. Das hat mir eine Runde zur Verstärkung gereicht. Das hat echt richtig gut funktioniert. So, ich denke mal, die anderen Eunuchen werden wir auf ähnliche Art und Weise loswerden. Minus 6. Verbannen sorgt für minus 5. Okay, das ist natürlich noch knapp. Vielleicht haben wir noch irgendein Ereignis, was dazu kommt. Minus 6. Minus 8. Wir brauchen irgendein Ereignis für geringe Zufriedenheit. Da sind wir nämlich auf einen Schlag ganz, ganz viele Eunuchen los. Minus 6. Oh ja, wir brauchen eine geringere Zufriedenheit. Ja. Hier verstärken wir jetzt erstmal ein Stück weiter. 3% haben wir mittlerweile an Verstärkung. Was möchtet ihr wissen?
So, die Bürokratie wurde weiter abgebaut. Wir haben nur noch 36 mittlerweile. Das wird immer besser. So muss man auch starten mit der Fraktion hier. Erstmal damit starten, die Bürokratie abzubauen. Tja, mittlerweile vielleicht mit irgendeinem Auftrag, um fraktionsweit die öffentliche Ordnung zu reduzieren. Dass ich mir das mal wünschen würde. Möge der Wunsch die Leidenschaft lenken. Wenn ich dem irgendwie ein anderes Kleid mal für eine Runde anziehen könnte, das würde so viel ändern. Das geht leider nicht. Ja, Zufriedenheit. Langsam aber sicher bekommen wir hier ein paar Verstärkungstruppen. Ich stehe bereit, um den Kaiser gegen jeden zu verteidigen. Ah, die Rebellion hier im Norden weitet sich aus. Sie sind überall Rebellen mittlerweile. Hier haben wir ganz, ganz viel Eifer. Ich das mal sortiere nach Eifer. Ja, sieht überhaupt nicht gut aus. Überhaupt nicht gut. Das habe ich noch gar nicht das Problem. Doch hier haben wir plus einen Eifer Mein pro Glaube Runde. ist stark. Ist natürlich auch schlecht. Aber wir kommen aktuell ganz gut klar mit der Situation. 3%. Wie kann man die Verstärkungsrate innerhalb Wer von ein ruft paar mich? Runden erhöhen? Ich könnte natürlich gucken, ob Wie vielleicht kann hier ich jemand dienen? eine erhöhte Nachschubsrate hat. Hat keiner. Friede sei mit euch. Bitte tretet ein. Hat auch nicht diesen Effekt. Wir bräuchten einen Kommandanten, der die nochmal erhöht. Für Ehre und Ruhm. Hun Shuang, ich kann mal gucken. Er ist zu weit entfernt von dem Punkt. Manchmal haben die es auch am Anfang schon. Wir können mal Xing Shang nachschauen, ob der das hat. Naja, das ist auch zu weit entfernt. Wir brauchen Verstärkungsrate, das ist ganz wichtig. Einen Nuchen will ich ungern rekrutieren. Ja, der ist sowieso zu schlecht. Bereit Wir warten da erstmal. zuzuschlagen. So. Hier haben wir noch 2 Runden Zeit. Dann geht die öffentliche Ordnung auch nach unten. Und hier würde ich auch ganz gern die ganzen Hüter des Himmels dann vorschicken. Der hat schon wieder einen Verbesserungspunkt. Urteilsvermögen. So, machen wir da 3000 Gold. 7000 bekommen wir durch Tribut starten. Steuern sind auch angestiegen. Bündelt eure Leidenschaft. Komischerweise kann ich bei ihm keine kaiserlichen Truppen rekrutieren, ne? Wahrscheinlich liegt es am Level. Oder liegt es am Level? Ich kann ja hier mal gucken. Hüter des Himmels können wir rekrutieren und Beschützer der Erde.
Ja, die müssen wir per Technologie freischalten. Okay, das heißt, die Palastarmbrustschützen, die wir hier haben, die können wir auf keinen Vorsicht, anderen Weg Händler des freischalten. verlangenden des Herzens. Das macht natürlich diesen General hier auch extrem wertvoll, weil wir hier auch nochmal zweimal kaiserliche Palastarmbrustschützen erhalten. Das heißt, die müssen wir Die uns wirklich Wahrheit pflegen ist eine hier, unlöschbare die Flamme. Hauptmänner. Die müssen wir uns pflegen. Und ich darf die auf alle Fälle nicht abziehen. Also, die sind unglaublich wertvoll für uns. Vor allem kosten die uns halt auch kaum was. Gut. Auch Berge Dann entstehen am Boden, bevor sie in die Wolken ragen. bin ich jetzt überlegen, ob ich hier vielleicht doch mal jetzt langsam ein Gebäude baue. Wird ja immer günstiger. Was brauche ich hier für eine Reform? Da gibt es nämlich deutlich mehr Einfluss durch. Okay, das brauche ich. Ja, eine weitere Hauptstadt wäre gar nicht mal so schlecht, weil dann könnte ich ja noch so ein weiteres Sekretariat bauen. Und das generiert ja schon eine Menge Einfluss. Frieden durch Wir Unterwerfung. gehen erstmal in die nächste Runde. Was ist denn hier jetzt los? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ach so, Chu Gong greift diese Rebellen an und ich könnte unterstützen. Nee, das mache ich nicht. Also wir unterstützen nicht. Vor allem die sind im Lager. Warum greift er die an, Mann, ernst? So, überall die zurbaren Rebellen. Es gibt immer mehr Fraktionen, die sich uns in den Weg stellen. Naja, wenigstens sind wir dabei, die Bürokratie abzubauen. Natürlicher Tod. Bao Dan. Dieser General ist einen natürlichen Tod gestorben. War das ein Verwalter? Der oberste General. Es scheint, dass das Volk schwer zu verstehen und noch schwerer vorherzusehen ist. Obwohl der Kaiser durch den Himmel erwählt wird, zeigt das Volk stattdessen seine Bewunderung für He Jin, seinen obersten General. Kann ein solches Ungleichgewicht toleriert oder gar unterstützt werden? He Jin loben. Hier verliere ich nur Dynastieeinfluss. Hier verliere ich zwar auch. Hier verliere ich politischen Einfluss, bekomme aber Dynastieeinfluss. Wir loben ihn natürlich. So, die Truppen konnten verstärken in der Zwischenzeit. So. Ich vermute mal wirklich, dass es ein Verwalter war. Nee, es war kein Verwalter. Kann das sein, dass es der Minister der Ordnung war? Ich glaube, der ist tatsächlich gestorben. Mir kommt das hier aber einmal ein bisschen leer vor. So. So, 7 Zufriedenheit. Wir müssen einfach weiterhin die ganzen Eunuchen verbannen, dann kriegen wir die auch nach und nach alle los. Dann werden wir die auch alle los. Bin ich sicher. So, wir generieren weiter unseren Einfluss. Ja, jetzt dauert es noch 2 Runden, bis wir wieder jemanden entfernen.
Ah, hier haben wir Baegong Boyu. Hm. Bei Nansheng ist der entstanden. Das ist gar nicht so weit weg. Ne? Ist auch überall gelbe Turbane. Was ist denn da los? Gut, dass hier diese Festung, dieser Tongpass dazwischen ist. Der schützt uns nämlich. Der Tongpass schützt uns. Die können zwar nach Hong Kong. Nein, das wäre überhaupt nicht gut, wenn die da hinkommen. Ich will jetzt nicht noch eine Armee aufstellen. Würde mich auch 3 Runden dauern, ja, kosten, das aufzubauen. Wir warten mal, mal gucken, was die Rebellen machen. Das Schlimmste, was sie machen, ist, dass sie es besetzen. Vielleicht bauen sie es sogar auf, wer weiß. So, hier geht auch ein bisschen der Eifer nach oben. In Langxiang. So, hier nehmen wir das mal wieder steuern. So. Zorn und Eifer. Wer steht vor den Toren? Boah, er hat mittlerweile 2 von den Streitkräften. Zumindest kommt Liu Chong jetzt gerade hier schon in die Richtung. Der kann durchaus helfen. Ich hoffe, der greift dort auch an. So, wir haben ein weiteres Handelsabkommen jetzt verfügbar. Ich weiß zwar nicht seit wann. Ach so, vielleicht seit dieser Runde. Weil wir haben ja wieder Bürokratie abgebaut. Dann würde ich sagen, das verhandeln wir gleich mal. Mit unseren Nachbarn. Das müsste eigentlich möglich sein. Nee. Werden wir doch wohl irgendwen finden hier. Wenn nicht das Han-Kaiserreich, war ja die ganze Zeit schon offen dafür. Ja, wenn niemand sich anbietet, nehme ich das Han-Kaiserreich. Okay, wir nehmen das Han-Kaiserreich. So, das sind 363. Hier gibt es auch noch das schnelle Abkommen. Ja, hier sieht man auch, es kommt wirklich nur das Han-Kaiserreich dafür da zustande. Okay. Aber ich will ja auch ein bisschen Gold dazu. Ich wollte nur wissen, welche Fraktionen dazu in der Lage sind. Es ist wirklich nur das Han-Kaiserreich. Aber besser ein Handelsabkommen als kein Handelsabkommen. So. Außerdem, wie gehen die mir das mit Gold auf? Kriege ich sogar noch ein bisschen Gold dazu. Nämlich 2200 Gold gibt's. Na, nicht ganz. So. Sehr schön. Machen wir fast 4000 Gold pro Runde. Und weiter geht's. Oh, Sangbao. Die erobern eine Siedlung nach der anderen. Und gegen den Eifer kann man halt nichts tun, so richtig. Also Rebellion, die öffentliche Ordnung ist das eine, der Eifer ist das andere. Der macht uns hier wirklich das Leben schwer. Der einzige Vorteil ist, wenn Rebellion natürlich Gebiete des Kaiserreichs erobert, also sprich der untergebenen Fraktion, kann ich diese Siedlung natürlich auch zurückerobern. Vernichtet Hanfu. Das ist die Fraktion im Norden, die jetzt hier zerstört wurde. Zhang Yang hat Ding Yuang den Krieg erklärt. Überall breitet sich Ordnung aus.
Minus 6 öffentliche Ordnung. Wenn ich rausgehe, habe ich nur 1%. Ich will schon die Verstärkung haben. Aber die kann man doch schon angreifen, oder? Halt sie sich zurück. Es ist Zeit, dass wir gehört werden. Ja, knapper Sieg. Passt. Möge das 300 Mann habe ich verloren. Okay, das ist schon viel. Lass sie gehen und Buße tun. Wieder Wind. Euer General gibt sich nicht mit dem gewonnenen Gefecht zufrieden. Er überholt die sich zurückziehenden feindlichen Truppen, bereitet einen erfolgreichen Hinterhalt vor und verringert die feindlichen Zahlen noch weiter. 1000 Bonuserfahrung. Standhaft bleiben. Ich wäre gerne eine Weile alleine. Tja, die Verstärkungsrate ist wirklich niedrig. Die müssen wir weiter erhöhen. Durch den Einfluss der Kriegsherren. Da gibt es noch erhöhten Nachschub. So, wir haben 72 Einfluss. Nächste Runde fliegt wieder ein Eunuch. Ich hoffe mal, ich spiele jetzt hier am Anfang nicht zu passiv, weil die bauen ja hier im Norden ihr riesiges Reich auf. Und immer mehr Fraktionen spalten sich ab. Ne? Hier haben wir Baegongs Boyu. Der baut die ganzen zerstörten Siedlungen wieder auf. Gongdu wird sich jetzt hier auch immer wieder ein neues Stück vom Kuchen abschneiden. Und hier im Süden haben wir Rebellen, die ziemlich aggressiv vorgehen. Shuxing haben wir dort. So, wie viele Rebellenarmeen gibt es mittlerweile? So sieht man es am besten. Also weit im Süden haben wir noch gar keine. Und hier Richtung Taoqiang haben wir 1, 2, 3. Okay. Beseitigt Zweifel. Okay, ich würde vorschlagen, wir setzen jetzt mal einen von den Kriegsherren hier in ein höheres Amt, weil wir brauchen unbedingt Verstärkungsrate. Nachschub für Garnison finde ich schon wichtig. Öffentliche Ordnung ist, glaube ich, gerade wirklich unser kleinstes Problem. Wir haben minus 6. Plus 12. Gibt es irgendwas anderes? Ne, wir haben nur die zwei Kandidaten. Okay. Dann nehme ich den Nachschub hier. Der Nachschub für die Garnison ist sicherlich nicht das Wichtigste. Und dann setze ich den hier ein. Plus 25% Nahrung durch Landwirtschaft und durch Fischerei. Dann kriegen wir plus 4 Einfluss für die Kriegsherren und nochmal plus 2. Und das andere ist für uns nicht von Bedeutung. So. Hat leider noch nicht gereicht, um hier den entscheidenden Punkt zu bringen. Okay, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen umformieren. Dann setze ich ihn ebenfalls in ein höheres Amt ein. Plus 360. Ah, das kostet überall plus 360 hier. Ob ich ihn jetzt als große Exzellenz der Arbeit einsetze oder als kaiserlichen Kanzler, dann setze ich ihn vielleicht sogar als kaiserlichen Kanzler ein. Ja, plus 15% Einkommen aus der Landwirtschaft. Das kann schon nicht schaden. Oder hier plus 50% Handelseinfluss. Wir haben ja mittlerweile einige Handelsverträge. Dann setze ich ihn als großen Lehrer ein. So. Mal. Ja, das hat sich, glaube ich, positiv ausgewirkt. Und wir haben jetzt hier die erste Stufe erreicht, Einfluss der Kriegsherren 15. Da gibt es gleich mal erhöhte Verstärkungsrate, das haben wir schon. Eigentlich sollten wir mehr als 3% haben. So. Und dann setze ich Xing Shang. Ja, der ist aktuell als Haushaltsminister eingesetzt. Dann setze ich ihn
als kaiserlichen Kanzler ein? Nee, das ist nicht so gut. Das erhöht die Korruption. Dann setze ich ihn stattdessen als Justizminister ein. So, das ist einfach eine andere Position. So, unser Finanzminister. Ja, ich weiß, jetzt wird natürlich wieder die Zufriedenheit erhöht, ne? Ja. Aber da waren wir sowieso weit davon entfernt, dass wir die ganzen Eunuchen loswerden. Die können wir jetzt auch Stück für Stück entfernen. Ja, die entfernen wir jetzt Stück für Stück. Überall breitet sich. Aber das ist wirtschaftlich für uns auf alle Fälle besser, jetzt diese Ämter hier zu besetzen. Vor allem, ich brauche die Nachschubsrate, ist ganz entscheidend. So. Und den Finanzminister ernennen wir zum kaiserlichen Kanzler, würde ich vorschlagen, oder? Da kriegen wir nochmal plus 6 Dynastie-Einfluss. Oder haben wir einen besseren Kandidaten? Erhöhte Nahrungsproduktion, weil ich will halt keinen Eunuchen da einsetzen. Alles nur das nicht. Da ist ein Bürokrat. Der Bürokraten dürfen wir da natürlich auch nicht reinhauen. Sturmangriffsbonus für Speerinfanterie. Nee, auch nicht so wichtig. Was mit ihm? Heejin. Plus 3 Zufriedenheit, plus 3 Einfluss der Kriegsherren, plus 25. Plus 25 Bonuserfahrung. Das ist doch auch nicht schlecht. Er ist ein Bürokrat, das heißt. Aber wir würden natürlich ein weiteres Handelsabkommen bekommen. Aber aktuell haben wir sowieso keine weiteren Möglichkeiten. Das heißt, davon sehe ich jetzt auch mal ab. Yuan Shao. Plus 2 Einfluss der Kriegsherren, plus 12 Zufriedenheit. Plus 100% Verstärkungsreichweite, minus 15% Rekrutierungskosten für Stangenwaffeneinheiten. Das ist auch nicht so überragend. Komm, dann setze ich ihn dort ein. Plus 3 Zufriedenheit. Vor allem Bonuserfahrung für alle Einheiten. Auf der anderen Seite. Da würde ich halt wieder jemanden zusätzlich jetzt bezahlen. Das will ich eigentlich nicht. Komm, ich nehme den Finanzminister. Das war meine erste Entscheidung. Die erste Entscheidung ist immer die richtige. Da kriegen wir keinen Bonus auf irgendwas, aber erstmal erhöhter Dynastieeinfluss. So. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Wir haben jetzt 3300. 3300 und jetzt haben wir. Okay. 250 Goldstücke weniger. Aber wir haben jetzt auch Dynastieeinfluss von 20 mittlerweile. Okay, es ist schon wichtig, dass wir das hier noch ein Stück erhöhen. Also wir brauchen auf alle Fälle noch einen weiteren. Wir brauchen nur einen weiteren Kriegsherrn noch hier in einem Amt. Das würde plus 2 Einfluss bringen. Hier haben wir plus 4. Ja, wir brauchen nur einen Kriegsherrn noch einzusetzen. Am besten jemanden, der wirklich auch was taugt. Einkommen aus Industrie oder Einkommen oder geringere Rekrutierungskosten. So, er kostet hier gar nichts in dem Amt. Okay, das kostet plus 0, plus 0, plus 0. Das ist schon mal schön. Das ist anscheinend gratis. Und Yuan Shao, den kostet auch nirgends was. Okay, das kostet anscheinend wirklich nichts. Ich dachte, die Ämter hier, die würden alle zusätzlich irgendwie die Kosten erhöhen. Dann reicht es ja, wenn ich Yuan Shao und Hirin in eines der unteren Ämter ein, weil es am besten eins, was auch wichtig ist. Geschwindigkeit, nicht so wichtig. Militärvorräte und Korruption. Ja, dann nehmen wir Yuan Shao als Meister der Ordnung und He Jin als Finanzminister. Wobei, wir haben aktuell noch keine Korruption. Das ist halt die Geschichte. Ne? Wir haben keine Korruption.
Dann brauchen wir das nicht. Dann setze ich ihn doch als Minister der Wachen ein. Ein bisschen mehr Nachschub für die Garnison. So, und jetzt müsste ich da auch den nächsten Wert haben. Genau, perfekt. Jetzt haben wir nämlich 20. Einfluss der Kriegsherren und dadurch plus 4% Nachschub. So, jetzt haben wir nämlich hier schon 5%. Also das ist schon alles wichtig. Es geht voran, es geht voran. So. Aber wir sind auch bei 40 Minuten Aufnahmezeit. Von daher möchte ich mich an dieser Stelle jetzt hier bei euch verabschieden. Ich finde, wir haben viel geschafft. Wir haben die Bürokratie entscheidend auf 33 gekürzt und den Einfluss der Kriegsherren und Dynastie auf 20 erhöht. So, in naher Zukunft wird wieder ein weiterer Bürokrat das Weite suchen. Dann bedanke ich mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Wie schon erwähnt, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.